Deutschlands Big Brother-Fans aufgepasst. Big Brother, die bekannteste Reality-Show der Republik, geht zum 7. Mal an den Start. 6 Jahre, 6 Staffeln, 6 Sieger. Bei Big Brother schreibt die Wahrheit das Drehbuch und die Realität führt Regie. Normale Menschen werden zu Helden und starke Charaktere nicht selten zu großen Gewinnern. Michael hat Big Brother 6 gewonnen. Big Brother. Echte Menschen geben ihr Leben zur Beobachtung frei, rund um die Uhr. Ob selbstbewusst, hochmotiviert, teamfähig, offenherzig, humorvoll oder einfach nur ungeschminkt. Alle Typen sind hier vertreten. Und immer wieder heißt es, Gefühle an die Macht. Ich hab dich ein bisschen gern. Willst du mich heute Abend heiraten? Doch der Alltag bei Big Brother ist nicht immer auf Friede, Freude, Eierkuchen programmiert. Zoff und Zank stehen hoch im Kurs. Du sagst was zu Menschen, die dich mögen, verletzt sie und dir ist es scheißegal, wie es den Leuten damit geht. Nee, ich will nichts mehr hören. Raus. Nein! Raus! Steck dir doch das Dorf im Arsch! Pass auf, was du sagst, Mädel. Pass auf! Du schreist mich nicht an! Ich weiß, wie lange ich will! Darüber können andere nur lachen. Chaoten und Sprücheklopfer, auch skurrile Typen haben hier ihre Daseinsberechtigung. Wie im echten Leben. Hier ist die Alice Schwätzer. Ich habe noch einen Termin beim Gynäkologen. Wenn der Kuchen spricht, ja, haben die Krümel Sendepause. Der 28. Februar 2000. Erstmalig in der Geschichte des deutschen Fernsehens ließen sich echte Menschen rund um die Uhr beobachten. 100 Tage zur besten Sendezeit bei RTL 2. Voller Spannung erwartet und kontrovers diskutiert, nahm die Ära Big Brother an diesem Tag ihren Anfang. Aus meinem Bauch heraus glaube ich, dass wir bewiesen haben, dass normale Menschen ganz, ganz interessant sein können. Noch nie in der deutschen Fernsehgeschichte wurde eine einzige Sendung im Vorfeld bereits so kontrovers diskutiert. Noch nie hat eine einzige Sendung für so viel Aufregung gesorgt. Die Stunde Null für den großen Bruder. 10 Mutige zogen in ihr neues Fernsehzuhause. Die Tür ist zu. Big Brother hat angefangen. Und grüßten die Nation. Morgen. Die Bewohner gewöhnten sich schnell an ihr neues Heim. Die Zuschauer waren begeistert. Der große Bruder bescherte RTL 2 Einschaltquoten von fast 40%. Mein liebes Publikum, bleibt dran. Slatko war immer ein Garant für Bombenstimmung und gute Laune. Wer war William Shakespeare? Big Brother. Wir zwei bringen hier die meiste Scheiße rein. Wir zwei werden nominiert. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die das machen. Die können ja die Sendung dann wegschmeißen. Doch es kam alles anders. Slatko, du wirst die WG verlassen. Nein. Der Berliner John verließ als Gewinner der ersten Staffel das Haus und traf auf ein Deutschland im Big Brother-Fieber. Zeig mir dein Gesicht, zeig mir, wer du wirklich bist. Am 16. September 2000 ging Big Brother in die zweite Runde. Noch größer, noch härter und die Realität fest im Blick. Wenn man keine Wertmarken mehr für Strom hat, dann wird draußen gekocht. Es gab neue Bewohner und neue Geschichten aus dem Leben. Das glaube ich wohl nicht! Marion, wenn es jetzt da draußen noch ein bisschen rumreißt, dann ist echt Polen offen. Doch wo es Ärger gab, war die Liebe nicht weit. Karim und Daniela gingen noch einen Schritt weiter. Sie gaben sich später das Ja-Wort. Ja, ich will. Zeig mir dein Gesicht! Verrückte Spaßvögel und Zicken, weinerliche Heulsusen und Diplomaten. Normal ist bei Big Brother relativ. Man ist schon psychisch krank, wir haben die Klapsmühle. Der Nominator bleibt hier im Haus und schmeißt hier nach und nach alle verlogenen Typen raus. Ich kann das nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist ja wohl klar. Nominator Christian blieb hart. Doch an Alida biss auch er sich die Zähne aus. Es war schnell rein, es war schnell raus, aber es war effektiv. Und trat in Würde ab. Aber ohne Zunge. Das Küken im Haus Alida setzte sich gegen ihre Mitbewohner durch. Und Deutschland feierte den ersten weiblichen Gewinner bei Big Brother.
Alida nahm 250.000 D-Mark mit nach Hause. Am 27. Januar 2001 ging es dann weiter mit Staffel 3. Erstmals wagte ein Pärchen den Einzug, gemeinsam mit 10 anderen mutigen Bewohnern. Die zweite Premiere, Bewohner Nummer 13, Hausschwein Konrad, haute ganz schön auf die Kacke. Das ist die dreckigste, widerlichste Sau, mit der ich jemals zusammenleben muss. Das ist echt so. Du bist Konrad. Wie macht der Konrad? Sauereien und viel nackte Haut. Mal hart, mal zart war die Devise. Eins ist glasklar, Alter. Wenn da einer von uns mal richtig reinhaut, dann läuft was. 100%. Die 12 Bewohner bescherten dem Zuschauer heiße Momente, kalte Duschen und Zickenterror vom Feinsten. Ich hab da keinen Bock drauf. Hier, zieh das Kleid an, bitteschön. Ich zieh das sowieso nicht an. Carina alias Joker gewann das große Geld. Sie konnte sich über 300.000 D-Mark freuen. Ich kann doch nicht das Ding gewonnen haben. Das funktioniert doch überhaupt nicht. Holt mich raus, bitte. Und somit stand die zweite Frau auf dem Siegerpodest von Big Brother. Alles, alles ändert sich. Mach den ersten Schritt. Zieh nicht mehr zurück. Pünktlich zur vierten Staffel wurde alles anders. Die Bewohner wurden gefordert wie noch nie. Big Brother The Battle. Diese Staffel stellte die Welt auf den Kopf und forderte Höchstleistungen von den Kandidaten. Große Herausforderungen am laufenden Band. Hier entschied das Ergebnis über arm oder reich. Alles geben, stellt sich dir nichts. Grüßchen erstmal. War ein Match erfolgreich, konnte man es sich im reichen Bereich so richtig gut gehen lassen. Aber wir haben es doch. Was es verspricht, was anderes gibt. Es gab Arme und Reiche. So waren die Regeln. Die Regeln sind hart, die Bewohner haben es nicht leicht. Die Kandidaten gingen bis an ihre Grenzen und oft sogar darüber hinaus. Battlen war die Devise. Battle leider verloren. Des einen Leid war des anderen Freud. Ein Sprung über die Absperrung und die Bereiche wurden erneut gewechselt. Zwischen Arm und Reich lag Sieg oder Niederlage. Immer wieder hieß es kämpfen bis zur Erlösung. Und trotz räumlicher Trennung verschaffte auch die Leidenschaft Erleichterung. Oh, Gänsehaut überall ist. Das große Kribbeln auch beim großen Finale. Nach 99 Tagen stand der Sieger fest. Jan nahm 90.000 Euro mit nach Hause. Der 2. März 2004. Big Brother ging in die 5. Runde. Für die Kandidaten hieß das warm anziehen. Ein gnadenloses Jahr lang wechselten die Bewohner zwischen 3 Bereichen. Ob arm, normal oder reich, über den Status entschieden Matches und Challenges. Big Brother Staffel 5, ich glaube, sowas gab es auch noch nie. Doch Kampf, Kompromisse und Grenzerfahrungen lohnten sich. Denn beim großen Finale winkte 1 Million Euro. Das ist Big Brother, das ist ein Live-Spektakel. Big Brother-Bewohner im Strafraum. Auf dem Weg zum Ziel gibt es kein Pardon. Du bist hier, um deine Grenzen zu erfahren. Ein Schrei wurde zum Symbol der 5. Staffel. Knallharte Bedingungen. Neu in der Staffel, erstmals mussten die Bewohner für die Challenges das Haus verlassen. Hey, Amigo, ich muss kurz kotzen. Gerade, ich muss kotzen. Ew, oh, das hat mir Schock. Was mache ich hier? Ein ganzes Jahr lang Liebe und Leiden, Spaß und Kämpfen, bis der Arzt kommt. Nie zuvor wurden die körperlichen Grenzen der Kandidaten so ausgereizt. Da war das Feuerwerk der Gefühle vorprogrammiert. Und schließlich gewann Sascha nach 365 Tagen die unglaubliche Summe von 1 Million Euro. Am 1. März 2005 ging's weiter mit Staffel 6. Erstmals weltweit wurde Big Brother in ein Dorf gepackt. Marktplatz, 3 Wohnbereiche für Normale, Reiche und Arme, Werkstätten und ein Bauernhof. Hier musste jeder ranklotzen, ganz wie es sich gehört. Und egal wie viel oder wenig man besaß, die Dorfgemeinschaft bestimmte das Tempo und gab den Ton an. Freudensprünge waren an der Tagesordnung, denn in der TV-Provinz wurde richtig gefeiert. Und das zu jeder Jahreszeit. Hier
Auch ein Bürgermeister durfte natürlich nicht fehlen. Genau wie der Streit am Arbeitsplatz. Können wir jetzt arbeiten oder möchtest du das blockieren hier? Ich möchte das blockieren. Tolle Chefin. Super, ne? Da sage ich dir, du bist dumm. Okay, das ist meine ehrliche Meinung. Harte Worte trotz ländlicher Idylle. Da half nur täglicher Tratsch als Therapie. Doch nicht alle Probleme lösten sich in frischer Landluft auf. Denn Neid vergiftete die Atmosphäre. Ja, ich bin scharf auf deine Alte, ich bin scharf auf dein Amt, ich bin scharf auf den Wohnbereich und ich will Chef werden. Kommt jetzt ein Satz oder ein Kuss? Thomas nahm Konkurrent Norman, Bürgermeister, Amt und Freundin. Der Sieger, der Gewinner von 250.000 Euro ist Michael! Den Sieg jedoch trug ein anderer davon. Zahntechniker Michael aus Berlin gewann 250.000 Euro. Jetzt hör mal zu, Kollege. Ich habe schon lange Bock auf Chicken Wings, also spiel den Ball jetzt hier mal flach am frühen Morgen, okay? Ja, du ja. Geschichten, die das Leben schrieb. Willst du mich heute Abend heiraten? Gleich in das Big Brother Spezial. Sechs Jahre Big Brother. Sechs Jahre Liebe, Zoff, Lachen und Weinen. Das echte Leben eben. Was in besonders guter Erinnerung bleibt, sind sechs Jahre voller guter Laune und Lachgarantie. Echte Typen sorgten für Stimmung. Bei den Bewohnern und bei den Zuschauern. Vor allem ein Mann schrieb Geschichte. Slavi! Was war das? Müller-Westernhagen. Keine Idee. Marius Müller-Westernhagen, kennst du nicht? Wer ist das? Boah, komm, geh wieder schlafen. Wer war William Shakespeare? Vom Namen Shakespeare. Her Shakespeare. Shakespeare. Ja, ja, doch, den kenne ich schon, aber wenn du mich jetzt fragst, was der alles gemacht hat, keine Ahnung. Ob der also Roman geschrieben hat, ob der Filme schon mitgemacht hat, oder Dokumentation, oder weißt du nicht mehr. Keine Ahnung. Aua. Slavi! Das Aussehen ist schon das Erste, was man sieht. Ich habe Menschenkenntnis, da scheißt nur dir in die Hose. Yes, Conny. That is your umbrella. Ja, Conny, das ist dein Kamm. That is my race. Race? Das ist mein Fahrrad. Da kann ich gar nicht verstehen, dass du von der 8. bis zur 10. Klasse in Englisch immer eine 5 hattest. Hä? Nee, bis zur 10. nicht, von der... Von der 7. bis zur 9. Das stimmt echt jetzt? Hä? Hab ich jetzt nur so gesagt, aus Gag? Nee. Slavi! Der Papa will mich ja auch unbedingt ans Theater haben, ne? Ja, am Theater als was? Ja, Schauspielerin, fest engagiert. Bei einem Stück. Ach, wie bei Schön und das Biest oder so. Englischer Adelstitel. Lord. Miss. Dann gab es da auch noch die leicht kamerascheuen Sprüche-Spezialisten, Carsten zum Beispiel. Dank Dr. Horror wurde nicht nur die menschliche Verdauung zum Tischgespräch. Ja, ist ja gut mit deiner Kamera, Mensch. Lächerlich, 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 ey, echt. Ekelhaft. Wenn du nur Obst isst, dass du dann eigentlich auch nicht mehr krank werden kannst. Ich habe das mal ein Jahr lang gemacht, der Stuhlgang. Jeden Morgen so ein Pferdehaufen im Klo. Und du brauchst hier nicht mal den Hintern abwischen. Man kann eigentlich anhand des Stuhlgangs feststellen, dass Menschen, würde ich jetzt behaupten, in welchem Bereich man sich gerade befindet. Das ist ja widerlich. Schwachsinn, ey. Ist das widerlich? Ekelhaft. Albern. Scheiße. Albern. Lächerlich. Von lächerlich bis einfach nur lustig. Den Zuschauern wurde es nie langweilig. Auch Christian nahm sich gelegentlich eine Auszeit vom Stress mit seinen Mitbewohnern und bewies Humor. Wie, der Hut sieht doof aus. Nur mit dem Ding könnte ich mir vorstellen, deinen Kopf abzuschrauben und bei mir hinten im Wagen auf die Ablage zu stellen, wie so ein Toilettenpapierhalter, weißt du? Steffi, ich bin nackt, du kannst reinkommen. Aber Barbie hast du in einer Woche, ist sie reif. Daniela! Wie wär's denn mit hemmungslosem Sex morgen von 9.15 Uhr bis 10.15 Uhr? Alter, ich bin aufgestanden, hab gedacht, Junge, hab ich harte Eier. Oder hab ich harte Eier? Nein. Die esse ich jetzt ganz alleine. Ja, du lachst, das ist gut für die Potenz.
Jetzt hör mal zu, Kollege. Ich hab schon lange Bock auf Chicken Wings, also spiel den Ball jetzt hier mal flach am frühen Morgen, okay? Na also, geht doch. Während Christian kameratauglich und bühnenreif die Lachmuskeln der Zuschauer trainierte, bewiesen andere Kandidaten eher unfreiwillig ihr komisches Talent. Ich meine, du hast ja offen und ehrlich direkt gesagt, ich bin bi. Und ja. Das finde ich klasse, dass du das, sag ich mal, Menschen sollten das sagen. Und dass ich meine, ich akzeptiere jede Meinung. Das ist ja deine Zunge. Da kannst du ja machen mit, was du willst. Egal, wo du sie reintauchst. Oder? Jetzt wird's aber hart, hä? Hast du keine Fantasie? Nee, nicht solche. Bei so einer Fantasie schäme ich mich, ganz ehrlich. Ja, und wie machst du das, wenn du es dir selber machst? Wie, nicht selber? Ich, du musst ja bestimmt auch Selbstbefriedigung machen, musst ja auch bestimmte Vorstellungen haben. Machst du nicht? Ich hab mich noch nie selbst befriedigt. Ey, ich bin 20 Jahre. Noch nicht mal probiert. Nein. Warum? Du weißt, wie ich das meine mit dem Ton. Weißt du, was ich meine? Bei denen ist es dann halt mal ein Tag Ferrari fahren oder so. Wie Ferrari fahren? Wo wir fahren? Ferrari fahren? Der Sascha, der war schon einen Tag Ferrari fahren. Wo? Frank. Wo? Hier drin? Nein, draußen. Der ist raus, hat den Ferrari. Wer hat Ferrari gefahren? Micha? Ja, natürlich. Meinst du, jeden Tag wird Sex gemacht? Natürlich wird jeden Tag Sex gemacht auf der Welt. Natürlich. Das gibt's doch gar nicht. Na, Ali, bitte, wo lebst denn du? Obwohl, es gibt so viele Menschen, da kann das eigentlich klappen, das jeden Tag, oder? Natürlich. Sex gibt's jeden Tag auf der Welt, Ali. Meinst du? Wirklich jeden Tag? Ich mein, ja, es werden ja auch jeden Tag Kinder geboren. Ja, gut. Jeden Tag? Jeden Tag. Tausende von Kindern. Ja. Wenn du das auf der ganzen Welt berechnest, ja. Jeden Tag werden Tausende von Kindern geboren. Aber die Welt ist so groß, da hast du natürlich recht. Ja. Weißt du, das ist Politik. Und von dem her sage ich, es gibt nichts auf der Welt, was von so vielen Menschen und so vielen Ländern gleich betrieben wird. Tatsächlich. Ich habe noch einen Termin beim Gynäkologen. Ja. Ehrlich. Ehrlich. Tut mir echt leid für dich. Das zum Gynäkologen musst du. Ja, Jonas. Hoffe, es ist nichts Ernsthaftes. Nein, nicht Gynäkologe, ich meine Kieferpathologe. Kieferorthopäde. Ja, Kieferorthopäde. Wie heißt das? Kieferorthopäde. Kieferorthopäde. Du bist dahin. Warte mal, wie? Kieferorthopäde. Scheiße, jetzt fang ich selber an. Jetzt regt mir. Kieferorthopäde. Du machst mir ein Deppert. Kieferorthopäde. Orthopäde. Jetzt machst du mir ein Deppert hier. Sag mal. Langsam. Redegewandt und zungenfertig stand Wortakrobat Ali über den Dingen. Und er war nicht der einzige Überflieger, dem Big Brother zum Outing verhalf. Slavi! Ja, nein. Nicht, dass sie auf mein Bett springt, ne? Krisch Plack. Heißt das multiviert? Was? Multiviert? Multiviert? Was denn? Ich musste mich selber motivieren. Motivieren, hm? Hast du gewusst, dass wir einen neuen Papst haben? Johannes Paul II. Wo hat man den beerdigt? In Rom, ne? Ich schätze mal. Gott, der Arme. Oder in Polen. Der Papst war Pole. Ein Pole? Er war doch Italiener. Warum lacht ihr? Er wohnt in Italien, er redet Italienisch. Natürlich ging ich davon aus, er ist Italiener. Ey, nicht beißen, ich bin der Schweineflüsterer. Ich bin Staatsverbrecher Nummer 1. Was? Ja, du kannst doch ein bisschen mal elegant mal hier mit mir wölkeln. Enger Raum führt automatisch zu Spannungen. Die Bewohner hatten deshalb mächtig Probleme. Und das vor allem miteinander. Du redest mich total Banane. Besonders einer war auf Krawall gebürstet. Als Diskutator Nummer 1 musste Christian nach dem passenden Opfer nie lange suchen. Mit Mitbewohnerin Hanka stand er auf Kriegsfuß. Du musst dich nicht so aufspielen. Okay, dann machen wir mal ganz kurz die komplette Aktion. Was hast du bestellt? Ich höre dir gerne zu. Tafel Schokolade, ja. Zigaretten, drei Bananen, Taschentücher und das habe ich mir rausgenommen. Okay, und warum bist du dann gerade mit dem Apfel durch die Gegend marschiert, den du zurückgebracht hast? Weil der Apfel aus dem alten Korb war und noch übrig war. Ach so, weil ich das nicht wusste. Siehst du, und deshalb habe ich gesagt, wir machen einmal 5 Minuten klassische Ausgabe. Schreib mich noch einmal an und dann knallt es dir so dermaßen. Ah, du bist... Was denn jetzt? Hä? Was bin ich denn? Hä? Was bist du? Hä? Was? Hört auf. Was? Hört auf. Was wage ich nicht? Wagst dir. Was willst du denn? Hä? Was willst du? Hört auf. Sag mal, Krischi, bist du nicht ganz hohl? Du bist doch nicht mal ganz dicht, hier so einen Bullenton anzuschneiden. Einen Bullenton? Ich habe 5 Minuten drum gebeten, dass wir einmal was machen, damit alle damit zufrieden sind. Halt die Klappe einfach. Halt die Klappe einfach? Christian, hör bitte auf. Hör doch mal auf jetzt. Mensch. Ist doch jetzt gut. Ich weiß nur eins, wenn ich hier rausgehe, egal wann das ist, dann sind meine Leute draußen da. Die haben auch alle die Checkung davon, was so läuft. Das sind echt Leute, die wissen, wo der Frosch die Locken hat. Andere Bewohner ließen sich bereits durch ein Stück Stoff aus der Fassung bringen.
Schlag dich auseinander, du Lumpen! Oh, nee! Das mach ich nicht lange mit! Das kann man abschmieden hier. Das kriegst du nicht mal am Rantenprieber, das Scheißding! Nehmt euch alle in Strick! Ich spreche mir doch nicht noch das Genicke! Boah! Ey, nee, also immer, also, nee, ich weiß nicht. Zicken an die Macht. Bianca und Dorfälteste Birgit stritten sich ohne Unterlass. Und der Grund blieb oft ein Rätsel. Also ich will ja nicht meckern, aber ich bin hier voll eingequetscht. Ja, da kann ich nichts für. Nee, also... Ja, ey, pass mal auf, wenn ich jetzt noch weiter nach... pass mal auf, Oma, ich hab dich gar nicht gemeint. Sag nicht immer, ey, pass mal auf. Oh Mann. Jedes Mal fühlst du dich angesprochen, wenn ich meinen Mund aufmache. Mann, ich hab doch nur gesagt, bist den ganzen Morgen am Meckern und am Zetern, jetzt muss doch auch mal Schluss sein. Sag mal, was hast du eigentlich? Hey. Meine Güte, mir reicht's langsam. Oh, hör mal. Nichts, hör mal. Ich fühle mich hier eingequetscht und du machst mich hier schon wieder von ich der Seite Ich hab dich doch nicht angemacht. Ich hab nur gesagt, wenn ich jetzt weiter nach da gehe, werde ich noch nasser. Ja, Mann. Wer hat denn mit dir gesprochen gehabt, verdammt? Oh, Manometer! Hey, Mädels. Den ganzen Morgen schon irgendwann platzt es. Gottes Willen. Mann! Es reicht mir. Ich höre mir den ganzen Morgen schon das Gezeter an. Jeder versucht, mir Ruhe reinzubringen. Und jedes Mal, ich habe keinen Bock auf den Scheiß hier. Ach. Absolut nicht. Ja, glaubst du, ich, Mann? Mann, dann reiß ich doch auch mal was zusammen. Wir versuchen es doch auch. Sag mal was. Wie redest du eigentlich mit mir? Wie redest du denn mit mir? Hallo. Du, ich hab nur gesagt, wenn ich weiter nach da gehe, dann werde ich nass, Mann. Reiß doch, ich bitte jetzt mal ein bisschen. Es hat dich niemand persönlich angegriffen. Jedes Mal. Nicht ich! Ich habe gesagt, ich fühle mich hier ziemlich eng! Hey, komm mal her, hör mal auf. Sag mal, hast du auf diesen Moment gewartet oder was? Sag mal, tickst du noch ganz sauber oder was? Hallo, das ist jetzt eine extreme Situation, Ruhe. Mann, bitte! Für Stutenbissigkeit hatten die Herren der Schöpfung nur einen abfälligen Blick übrig. Sie hatten wirklich Wichtiges zum Streiten. Viel zu schnell. Du hast die Muskelspannungsphase viel länger, wenn du sie langsamer machst. Was? Ja, klar, du machst sie viel zu schnell. Ich muss eine effiziente kurze Übung machen. Denkst du, den Pass, passt den Ball langsam. Das hat doch damit nichts mit der Anübung zu tun. Passt du den Ball so oder passt den Ball so? Ach was? Du totaler Schwachsinn. Ach was? Du machst tausend andere Übungen noch. Ich trainiere hier auch mehr, um Mr. Universe mitzumachen. Würde ich ganz anders trainieren. Freunde, das wäre für meinen Sportkörner. Du hast auch keine Brustmuskulatur, Michael, weil du die nie richtig trainiert hast. Und dein Bauch? Und dein Bauch? Ey, weißt du, ich bin im Schnitt 10 Jahre älter als du, mein Freund. Ja, wen interessiert das? Wen interessiert das? Du hast keine Brust, da ist nichts. Ja, und jetzt? Wir müssten das Hühnchenfleisch nehmen und hier oben antragen. Und wer drückt mehr aus der Brust? Wer hat mehr Kraft? Ja, wie viel drückst du denn? Ja, ich drück doppelt so viel wie du, wenn ich will. Ja, du musst es aber, weißt du, dass du in Relation zum Körpergewicht sehen musst, ne? Ja, was? Schwachsinn, wer am meisten drückt oder am meisten? Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe doch keinen Kraft. Ey, der haut immer so auf die Sahne und hat nicht so viel. Du hast doch nur die große Ahnung, Fresse. Nicht ja, so ich bin viel. Kleiner als du. Was? Schwachsinn. Lass uns doch mal ausdrücken. Wie viel drückst du denn aber? Das Gewicht reicht gar nicht. Ach, das reicht gar nicht, logisch für dich sagen, Mann. Denkst du, für mich reicht's oder was? Für dich reicht's schon lange. Während das starke Geschlecht noch große Reden schwang, ließen auch die Damen nicht locker. Also, du hast die beste Figur von allen. Du könntest alle Kleider anziehen. Das ist der kleine Unterschied. Ey, Katja, bitte. Warte mal, bitte, jetzt, Joker. Ich glaube, ich spinne jetzt, ja? Ich habe da keinen Bock drauf. Hier, zieh das Kleid an, bitte schön. Ich zieh das sowieso nicht an. Ich bin Tiger. Ich möchte es nicht anziehen. Ich habe keine Lust mehr auf das Kleid. Aber wir wissen jetzt halt nicht, was wir machen sollen. Nein, weil die Katja sagt, ich habe gesagt, sie soll das anlassen. Ich zieh das nicht an. Aber wenn ich einmal sage, nein, dann lasse ich das an, dann ist es aus. Ja, aber dann ja, anders sagst du, sie soll das nicht anziehen. Ich fühle mich auch damit nicht wohl. Ja, also dann entscheide ich, was du willst. Du musst jetzt nur dann werde ich vielleicht drin sitzen. Starke Sprüche hatten oft auch einen ernsten Hintergrund. Und nicht nur in Bezug auf das Leben bei Big Brother. Besonders Jupp war völlig von der Rolle, denn Post von draußen brachte alles ins Wanken.
Ihm drohte der Verlust seines Arbeitsplatzes. So ist das mein Leben lang, verstehst du das nicht? Das Leben lang, die Leute sagen, hey, du musst mal was machen. Tu was, ich tu und tu und tu. Und wo bin ich? Immer noch unten. Und ich hab keinen Bock mehr unten zu sein. Aber die Leute kapieren das einfach nicht. Von der tragischen Figur zur Mutter allen Streits. In Sachen Zoff hatte Juanita immer ein Ass im Ärmel und ging nur zu gerne auf die Barrikaden und auf alle Mitbewohner los. Ich bin mir verdammt wütend jetzt. Ich kann das nicht mehr ertragen mit deiner Scheiße. Okay? Also kannst du nicht einfach mal normal reden? Ich habe sachlich etwas dazu gesagt. Nein, nicht sachlich. Ich kann es nicht mehr hören. Ich verlasse gleich das verdammte Dorf freiwillig und kannst du mir das in den Arsch stecken. Weil das, was ich vorhin gemacht habe, war noch normal. Okay? Und ich lass mir von dir nicht jetzt erzählen. Hey, weißt du, was bist du denn? Was geht mit dir ab? Du hast jetzt noch die Möglichkeit, mit mir normal zu reden. Solltest du es nicht tun? Du redest Red ich mit dir gar normal nicht mehr. Und ich tue mich auf dem Niveau nicht unterhalten. Was für ein Niveau denn? Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann die Gesichter von den Leuten hier nicht sehen. Oh, hey, wenn ich es einige Leute hier gebe, die mich zurückhalten, würde ich dich zerhacken schon. Wie ein Kaninchen, ein was weiß ich was. Mir scheißegal, steck dir doch das Dorf in den Arsch. Ich gehe raus und Hauptsache, die Leute hier sind glücklich. Nicht nur die Bewohner mussten einstecken. Promigast Daniel Kübelböck machte Big Brother selbst zum Opfer verbaler Attacken. Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich mal was anderes sagen, weil es platzt einfach der Kragen. Ich finde es einfach eine absolute Frechheit, dass man so eine Wochenaufgabe genau dann macht, wenn wir hier drinnen sind. Das ist erstens mal sowas von doof durchdacht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir hier die ganze Zeit nur uns kümmern können drum, dass es denen gut geht so ungefähr und die eigentlich mit uns gerne feiern würden und was anderes machen würden. Nein, die müssen ja 1000 Kilometer laufen. Das ist ja von Hamburg nach Bayern, so ungefähr. So eine doofe Idee habe ich mein ganzes Leben noch nie gesehen. Allerdings waren nicht nur Streithähne anzutreffen, auch Verliebte fanden Raum für große Gefühle. Ebru und Walter, Franzi Mark, Karim Daniela, Janine und Jerry, Alex Kerstin, Hella Sava und Giuseppe und Genie. Mama, wie gesagt, nicht ohne Unterhose, das habe ich dir ja versprochen. Aber ein bisschen Schmusen und ein bisschen Kussi, das hatten wir nicht besprochen. Also ist das erlaubt. Das ist meine. Den kriegst du nicht. Den will ich ja auch nicht für draußen, den will ich nur hier für drinnen. Das kannst du. Schatz, möchtest du mich länger als die Ewigkeit als dein Mann haben? Ja. Nicht immer fügten sich große Gefühle so ideal ineinander wie bei Traumpaar Karim und Daniela. Für Bettina und Marco war die Partnerschaft eine Odyssee. Ey, du redest mich jedes Mal total Banane in meinem Kopf. Manchmal weiß ich überhaupt nicht mehr, wie ich denke, weil du redest mich total Banane. So, Marco, geh Melken üben, Daniela, komm hier rüber. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Marco! Ja, ich geh merken, entschuldige. Schlappschwanz bist du. Wow. Du forderst einen auf, dich zu schlagen. Es ist einfach, ich bin Sado und du bist Maso. Ist du brauchst es einfach. Und du hast Bock mich darauf, ne? Total. Ich hab keinen Bock mehr, dich immer zu schlagen. Ich denke, das wird so bleiben. Das ist so ein, glaube ich, auch so ein Spielchen zwischen uns beiden. Immer so ein bisschen zu gucken, wer denn in der Beziehung die Oberhand behält. Es wurde jedenfalls nie langweilig. Ja, du hast mich erniedrigt. Ich hatte richtig Lust dazu, richtig. Also sowas kann man auf keinen Fall heiraten, da muss man lieber vorher weglaufen. Dann kam doch alles anders. Und sie mich heute Abend heiraten? Ja. Ende gut, alles gut. Und so schlossen auch Bettina und Marco den nicht für möglich gehaltenen Bund fürs Leben und sind glücklich bis zum heutigen Tage. Wir wollen eigentlich so bauen, ja, vielleicht auch heiraten oder Kinder zeugen.
die Zeit ist um. Gleich in das Big Brother Spezial. Sechs Jahre Big Brother, sechs Jahre große Liebe. Auch für Franzi und Marc. Sie lebten ihren ganz eigenen Traum im Doppelpack. Oh, bin ich dein Hase? Hasefuß. Bin ich dein Hase? Tierisch verliebt. Doch nicht immer blieb alles so schön, wie es mal war. Marc, bitte pack deine Koffer. Du wirst Big Brother verlassen. I am colorblind. Coffee black and egg white. Der Abschied fiel schwer und Tränen flossen nicht nur bei Franzi. Auch die restlichen Bewohner trauerten um den liebgewonnenen Kumpel und Freund. I am ready. I am ready. Ein schmerzvoller Abschied. Aber am Valentinstag hatte Big Brother eine ganz besondere Überraschung für die verliebte Franzi parat. Die große Liebe, die bei Big Brother begann, auch sie hält bis heute. Ey, der Mann ist für mich das allerbeste, was mir passieren konnte. Verliebt war auch Gina. Wenn du auf das Herz da guckst, sind genau 59 Kerzen. Für jeden Tag eine, die wir uns kennen. Und für jede, die mir was bedeutet, weil sie mit dir war. Norman war mit allen Wassern gewaschen und legte sich bei Gina mächtig ins Zeug. Doch die Zuschauer stimmten gegen ihn. Und er musste das Dorf verlassen. Kaum war der Konkurrent verschwunden, versuchte Thomas sein Glück. Doch Norman kam noch einmal zurück, um Schluss zu machen. Ich kann so nicht weitermachen. Gina wollte es nicht glauben. Doch die Trennung war beschlossene Sache. Bahnfrei für Tröster Thomas. Kein Mensch guckt gerade hin. Sollen die anderen denken, was sie wollen? Ich weiß, dass ich nichts von Gina will und ich denke, dass auch sie von mir nichts will, hoffe ich zumindest. Aber Thomas lag falsch, wie sich bald herausstellte. Am Ende fanden Gina und Thomas zueinander. Doch bald musste Thomas' Herzdame ausziehen. Das führte zu Trauer, Tränen und tiefer Verzweiflung. Zusammen sind sie bis heute. Ein Beweis mehr, dass man auch bei Big Brother den Partner fürs Leben finden kann. Traumpaarfabrik Big Brother. Ich weiß, dass du mich gerne hast. Nicht gerne, Genie. Gerne ist untertrieben. Genie und Giuseppe, deren Beziehung sich im Dorf zunächst hochkompliziert gestaltete, würden diese Frage mit einem Ja beantworten. Der große Bruder brachte ihnen das Glück im Überfluss, auch nach der Zeit im Dorf. Hallo und herzlich willkommen bei uns zu Hause. Das große Glück ist den beiden wirklich anzusehen. Autofan Giuseppe hat seine Traumfrau gefunden. 2006 fiel ihnen das Erbe eines Big Brother-Fans in den Schoß. Über die Höhe schweigt man sich jedoch aus. Naja, es handelt sich um mehr Familienhaus mit Eigentum, was alles drumherum ist, mit Garten, alles was dazugehört und natürlich seine ganzen Konten und so. Ja, es ist halt einfach ein Traum und sehr viel, was so gekommen ist. Das ist unser Spiel- und Gästezimmer. Hier sitzen wir oft am Computer. Wenn wir Gäste haben, dann können die sich hier halt ganz wie zu Hause fühlen. So, jetzt führe ich euch ins Wohnzimmer. Mein Stammplatz ist eigentlich auf dem Sofa. Und mein Schatz sitzt grundsätzlich hier auf dem Sessel. Das ist sozusagen der Chefsessel.
der Genie geht's auch relativ gut, weil sie durch mich, also wir sind ja ein Paar und wenn es mir gut geht, geht es ihr auch gut. Jetzt bin ich, kann ich sagen, abgesichert und kann ein beruhigtes Leben führen. Dadurch geht es ja meiner Freundin gut und meine Familie und ihre Familie. Wenn nur der Termindruck nicht wäre. Ich habe einen wichtigen Geschäftstermin und wir sind auf dem Sprung. Genies Traummann wurde also zum echten Traumprinzen. Auch im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der frisch gebackene TV-Star wurde von Prinz Frederik von Anhalt adoptiert. Und wie sieht die Zukunft des Prinzenpaares aus? Also unsere Zukunft, wir haben uns für das Jahr 2007 vorgenommen, ja, erstmal zusammen zu bleiben. Und wir wollen eigentlich so bauen, ja, vielleicht auch heiraten oder Kinder zeugen. Das sind alles so Sachen, die einem so durch den Kopf so gehen. Also mir zumindest. Mir auch. Big Brother machte Wünsche wahr. Auch bei Christian und Soja. Obwohl sich die beiden während der 5. Staffel nur knapp im Haus verpassten. Hallo, willkommen bei mir und Christian. Kommt rein. Da wartet schon der Christian ganz cool auf dem Sofa. Ja, so, hier wohnen wir oder beziehungsweise wir ziehen gerade hier hin. Das Schönste an Big Brother war natürlich, dass wir uns gefunden haben. Ja, also das war so, dass ich den Christian im Fernsehen gesehen habe, also bei Big Brother. Und da fand ich den ganz süß. Ja, und dann war ich im Haus. Dann war er draußen. Das war natürlich super günstig. Christian ging es genauso. Auch er war sofort Feuer und Flamme. Als ich sie drin gesehen habe, ich habe es ja jeden Tag geschaut. Und wegen ihr natürlich mit, klar. So, und sie war halt ziemlich selbstbewusst so, und hat auch gesagt, das gesagt, was sie gedacht hat. Und das fand ich halt ziemlich toll. Die Menschen lachen sich kaputt, weil hier alles aufgenommen wird. Also erzähl keine Lügengeschichten, mein Freund. Wenn ich sehe, dass du einen Witze wegschmeißt, in die Ecke schmeißt. Also ich bin eine Zicke und ich bin auch stolz drauf. Christian, der ist keine Zicke. Er ist ein bisschen, der ist cool. Nach Sojas Auszug zögerte Christian keine Sekunde und besorgte sich ihre Telefonnummer. Ein Anruf genügte. Sie war sehr sympathisch am Telefon schon. Also man hätte auch sagen können, so, das ging jetzt gar nicht irgendwie oder unsympathisch, naja. Aber es war schon sehr angenehm. So, und dann haben wir uns halt sehr schnell getroffen. Da habe ich ihn gesehen, fand ihn super süß. Und also er hat mir richtig gefallen. Geküsst haben wir uns nicht sofort. Also es hat etwas gedauert. Wir waren da schon vorsichtig. Ich habe ihn gesehen und habe irgendwie gewusst, da ist irgendwas. Das war halt was Besonderes, irgendwas ganz Besonderes. Deswegen wollten wir uns Zeit lassen. Dann war es, als wir uns dann geküsst haben, war es echt klasse. Dank Big Brother sind wir jetzt zusammen. Und das werden wir auch immer bleiben. In 6 Staffeln Big Brother hat der Zuschauer die vielleicht extremsten Matches und Challenges gesehen, die je im deutschen Fernsehen gezeigt wurden. Die Bewohner mussten Explosionen überstehen und sich in Körperbeherrschung üben. Der große Bruder hat die Kandidaten vor nichts verschont. Höhenangst und Lampenfieber mussten zu Hause bleiben. Der Blick in den Abgrund war Programm. Bist du bereit für die Challenge? Ja. Dann startet die Challenge jetzt. Bitte langsam, bitte langsam. Ich komme! Adrian! Mensch! Viele traf es hart. So auch Ali. Er musste sich in einen 70 Meter tiefen Schacht abseilen. Was ist das? Mensch! Mein Mist! Adrian! Wie lange noch? Wie viele Meter? Adrian! Hab ich gepackt. Ali, du hast die Challenge bestanden. Komm, Baby, lass uns drücken. Immer wieder gingen Big Brother wagemutige Kandidaten ins Netz. Für diese Kandidatin ging es etappenweise in die Tiefe. Und die Zeit ist um. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Mach schnell! Bitte! Mach schnell! Mach ganz schnell!
hast deine Challenge bestanden. Freude nach gewonnenen Matches war groß. Doch nicht immer spielten Kopf und Körper mit und der Erfolg blieb aus. Auch für Heiko aus Sachsen reichte es am Ende nicht. Wie sieht's aus bei dir, Heiko? Ich hab's verrissen und mir ist, als ob die Füße abfallen. Ja. Ich breche ab. Glaubst du nicht auch, dass du jetzt die Leute enttäuscht, die auf dich warten im Haus? Nicht nur die, auch die draußen. Aber da muss ich jetzt durch. Es tut mir echt leid. Ich habe mein Bestes gegeben. Es geht wirklich nicht mehr. Geheime Challenges, eine Besonderheit der sechsten Staffel, auch für Josef. Er war der Einzige, der arbeiten musste und genau das sollte er herausfinden. Seine Mitbewohner feierten, während er schuftete und verrieten nichts. Worker Nummer 1, ja. Deine Schicht ist jetzt beendet. Okay. Willst du mal sehen, was in den anderen Räumen ist, zum Beispiel in dem? Ja. Mach mal die Tür auf. Du kannst ruhig Gewalt anwenden. Nee, ne? Hab ich jetzt eine Woche alleine gearbeitet? Oder auf der Seite sind die anderen. Darf ich rumgucken? Ey, haben die anderen mich verarscht? Die ganze Woche haben die mich verarscht? Und ich hab meine Finger kaputt gehauen? Josef? Ja? Willkommen bei deiner Challenge. Nein. Die du verloren hast. Wie heißen die 10 Gebote? Also du sollst nicht stehlen, weiß ich auf jeden Fall. Du sollst nicht saufen, oder? Du sollst nicht Selbstbefriedigung machen. Doch, das darfst du ruhig. Warum hat uns der Gott der Liebe sonst so lange Arme gegeben, oder wie war das? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, jetzt hör auf, jetzt blamieren wir uns hier nicht. Was bedeutet homogen? Naja. Homogen. Okay. Schwule Ader halt. Extremitäten. Das sind die, also quasi die Innereien von Lebewesen, sag ich mal. Ein extremer. Ein harter Zustand. Harter oder extremer Zustand. Gnoff hi. Das ist falsch, es wird Gnocchi ausgesprochen. Haute Couture. Haute Couture. Qué, qué, Quichi. Die Antwort bitte. Quichi. Die Antwort ist falsch. Die wäre Kö gewesen. Oh! Wisst ihr denn, was das ist? Nö, ist auch in Düsseldorf, oder nicht? Die Kö. Die Wissensmatches sorgten immer für Spaß und Spannung. Nicht selten versuchte so mancher Bewohner, sich mit haarsträubendem Halbwissen und blühender Fantasie über die Runden zu retten. Bei den Challenges unmöglich, wie bei dem Drahtseilakt von Paco. Ihr müsst mir drüben helfen. Gleich. Ihr müsst mir drüben helfen. Oh, seid ihr mir schock. Und ich bin erst bekloppt. Was mache ich hier? Die nächste Challenge könnte mich am Arsch lecken. Sag ich euch, geh ich freiwillig raus. Hab direkt Survivor. Oh, eine Woche Survivor, geil. Oh, oh. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich weiß, ich schaff das. Oh, oh. Ich schaff's. Ich hau euch alle tot um. Ich schwör's. Die nächste Challenge macht alleine. Oh, oh. Paco? Das hab ich echt gemacht. Das hab ich echt nicht gemacht. Du hast gemacht. Nee, ne? Doch, du hast es geschafft. Du bist der Held.
Siegertypen gab es genug in den Big Brother Staffeln der letzten 6 Jahre. Aber pro Staffel nur einen Gewinner.